Äthiopien, im Osten von Afrika. 7 Autostunden nördlich der Hauptstadt Addis Abeba befindet sich das Dorf Shendi. Ich bin Bäuerin, aber die Landwirtschaft ist ein sehr riskantes Geschäft. Es gab Zeiten, da haben wir durch Dürren unsere gesamte Ernte verloren. Ich konnte meine Familie nicht mehr ernähren. Deshalb habe ich entschieden, dass ich etwas unternehmen muss. Die meisten Menschen in Äthiopien leben von der Landwirtschaft. Oft reicht das verfügbare Land aber kaum zum Überleben aus. Viele Familien besitzen nicht mal eigenes Land. Die Folge? Manche Eltern verkaufen ihre Kinder als Arbeitskraft an wohlhabendere Familien. Besonders Mädchen landen häufig als Haushälterinnen oder Kellnerinnen bei Fremden, wo sie von früh bis spät schuften müssen, ohne Chance auf eine Schulbildung. So war es auch bei Abeba. Bereits mit 4 Jahren wurde sie von ihrer Mutter weggeschickt. Seitdem lebt sie bei einer fremden Familie und kümmert sich von früh bis spät um den Haushalt. Wenn die anderen Kinder zur Schule gehen, muss ich im Haus bleiben und den Abwasch machen. Morgens bringt sie die Kühe auf die Weide und abends zurück in den Stall. Früher hatte Abeba Angst vor der großen Kuh, aber jetzt weiß sie, wie man die Kuh behandeln muss. Manchmal spielt Abeba mit den anderen Kindern aus dem Dorf, aber sie mag es gar nicht, dass die anderen Kinder sie immer Kenya nennen. Als Kenya bezeichnet man Kinder, die verkauft wurden. Auch Makeda ist eine Kenya. Nachdem ihre Mutter gestorben war, hat ihr Vater sie weggeschickt. Seit 6 Jahren lebt Makeda bei einer fremden Frau. Wir treffen sie am Busbahnhof, wo sie das Waschhaus putzen und das Geld kassieren muss. Ich arbeite für eine Frau. Sie hat ein kleines Café an der Straße und lässt mich hier arbeiten. Ich arbeite und sie wird für die Arbeit bezahlt. Aber sie lässt mich dafür bei sich leben und kauft mir Sachen. Ich bin 2 Jahre zur Schule gegangen. Seit ich bei der Frau lebe, gehe ich nicht mehr zur Schule. Über meine Zukunft mache ich mir keine Gedanken. Die Frau entscheidet über meine Zukunft. Zusammen mit unserer Partnerorganisation Facilitator for Change möchten wir den Kinderhandel stoppen. Das gelingt aber nur, wenn man die finanzielle Lage der ärmsten Familien verbessert. Dafür bringen wir die ärmsten Frauen eines Dorfs in sogenannten Selbsthilfegruppen zusammen. Hier bringen wir ihnen bei, wie man mit gemeinschaftlich gespartem Geld Geschäftsideen verwirklichen kann. Ich habe mit dem Geld, was wir aus eigener Kraft in der Selbsthilfegruppe erspart haben, ein kleines Café eröffnet. Nachdem ich damit etwas Gewinn gemacht habe, konnte ich das Geld an die Selbsthilfegruppe zurückzahlen, sogar mit einem kleinen Aufschlag. Die Frauen in den Selbsthilfegruppen verpflichten sich, ihre Kinder nicht zu verkaufen oder zur Arbeit zu schicken. Auch Asekik Asab hat sich mit der Hilfe von Facilitator for Change aus der Armut herausgearbeitet. In einem Kurs hat sie gelernt, wie man aus Beton Kochstellen fertigen kann. Am Anfang habe ich 4 oder 5 Kochstellen in der Woche verkauft. Mittlerweile sind es bis zu 60 und ich musste sogar 8 Leute einstellen. Durch das Geld, was ich jetzt verdiene, konnte ich Möbel und Betten für mich und meine Kinder kaufen. Außerdem war ich in der Lage, die Ausbildung für meinen jüngeren Bruder zu bezahlen. Letztes Jahr hat er seinen Abschluss gemacht. Das war auch für mich ein großer Erfolg. Gemeinsam mit anderen Selbsthilfegruppen packen die Frauen Probleme in ihrer ganzen Region an. Sie kümmern sich zum Beispiel um den Aufbau von Kindergärten und Schulen. Denn nur mit Bildung lässt sich die Situation der Kinder nachhaltig verbessern. Mit dem Geld der Action Kids möchte die Kindernothilfe Facilitator for Change unterstützen, damit noch mehr Kinder von der Hilfe zur Selbsthilfe profitieren.